Der Prorektor vom BCP, der Peter Keller, hat zum Austausch über einen Austausch eingeladen. Stiften, deren ihre Eltern und Lehrmeister haben sich austauscht, was es gebraucht hat, dass finnische Automech auf Buchs gekommen sind und im Gegenzug BCP-Stiften ins finnische Tampere gereist sind. Tampere ist ein Projekt von verschiedenen. Vater von diesen Austauschprojekten ist der Peter Keller. Was hat ihn dazu bewogen? Die ist eigentlich an uns hergetragen worden. Es hat vor ein paar Jahren mal die Möglichkeit gegeben, auch für die Schweiz als Berufsschule an diesen sogenannten Leonardo da Vinci-Projekt mitzumachen. Und da haben wir uns dann einfach dafür beworben, weil wir den Eindruck hatten, wir wollen unsere Schule öffnen gegenüber ausländischen Schulen und wir wollen unseren Lehrpersonen, aber auch unseren Lernenden die Möglichkeit geben, andere Schulen im Ausland kennenzulernen. Kommt dir auch deine Erfahrung zu gut, dass du selber Sachen ja auch erlebt hast, wo du in Prag warst? Ja. Ja, nicht unbedingt. Es hat mich höchstens einfach noch mehr gereizt und ich habe vielleicht darum auch gemerkt, was für einen Wert das so Auslandkontakt haben. Und ich habe gefunden, das würde uns allen gut tun, als Schule auch. Wie bist du denn vorgegangen? Ja, das ist ein relativ umfangreiches Prozedere, das man hier einschlagen muss. Da haben mir natürlich meine Kollegen, Abteilungsleiter geholfen, allen voran der Renato Denot, der hier einen Haufen Papier ausgefüllt hat und dazu beigetragen hat, dass wir dann schlussendlich auch angekommen sind bei diesen Prozedere. Und hast du einfach telefoniert, auf Tampere zum Beispiel? Das ist dann der nächste Schritt. Zuerst haben wir ja mal das Geld garantiert haben von der EU und der zweite Schritt war, dass man Schulen suchen musste. Und da war es effektiv so, dass man zum Teil einfach einmal im Internet nach Schulen gesucht hat und dann angerufen hat. Und ich habe dann das dort übernommen, nach Tampere zu telefonieren und das war effektiv so, dass ich den Eindruck hatte, die hätten eigentlich darauf gewartet, dass endlich einmal eine Schweizer Schule mit ihnen will eine Kooperation eingehen. Weil es halt tatsächlich so ist, dass die schweizerische Berufsbildung, das duale System, das wir alle kennen, dass das bekannt ist und dass ein Haufen Schulen in Europa hat, die das gerne würden in irgendeiner Form kennenlernen und allenfalls sogar kopieren. Jetzt gibt das alles Arbeit, was es angetönt, ist das am Schluss wirklich eine Win-Win-Situation? Also denkst du, das macht man wieder einmal? Also, wenn man jetzt so hört, was die Lernenden sagen, aber auch was die Lehrer gesagt haben, die Lehrpersonen, die vor zwei Jahren in die einzelnen Schulen gegangen sind, dann ist das sicher irgendetwas, wo alle davon profitieren können. Wir haben auch intern die Regelung dann gehandhabt, so, dass wir gesagt haben, wer da mitgeht, ist übrigens von den Lehrpersonen ist übrigens in der Herbstferie gewesen, dem tun wir das als Weiterbildung anrechnen. Alle Lehrpersonen haben ja auch Weiterbildungspflicht, sodass es insofern auch noch ein bisschen Abgeltung gegeben hat. Aber ich denke schon, unter dem Strich hat das einen Haufen Freude gemacht, einen Haufen Horizont erweitert und wirklich auch zum Teil natürlich hat man realisiert, was wir da für tolle Zustände haben. Ein Austausch bereichert. Der Autofachlehrer Jürg Bertscher das mit Bildern beleidigt und sein Kollege der Herbert Altherr hat das ebenfalls bestätigt. Auch die Stifte haben es mehrfach bestätigt. Hier bei der Diskussion mit dem Martin Goth, Abteilungsleiter. Und der Renato Denot hat dann zusammengefasst, wie so die Reaktionen gewesen sind, sei es von den Stiften oder auch von den Eltern. Und Barbara Fetsch haben wir gefragt, wie sie es in Finnland erlebt hat. Barbara, was hat er das jetzt gebracht? Du als Grabser in Finnland. Ja, man hat sicher einen Haufen gesehen vom Land selber und auch allgemein mit der Art, wie sie arbeiten oder wie sie die Ausbildung machen. Und ja, wir haben so sicher einen Haufen ein bisschen Hinterkulissen gesehen, so, weil wir so viel Zeit mit den Lernenden verbracht haben. Haben wir durch das natürlich auch ein bisschen die Sicht von Finnland ein bisschen durch ihre Augen gesehen und so ein bisschen, was sie sonst noch machen mit der Schule und auch neben der Schule. Die arbeiten irgendwie ganz anders, gell? Die haben die Schule weiter hinein, gell? Die haben so Lehrwerkstätten, völlig anders, gell? Ja, die haben eigentlich das Schulzimmer in der Garage, sage ich jetzt mal so. Also die haben eine Garage und arbeiten dort hin und haben die Schulbank auch. Und ja, erarbeiten sich die Theorie, sage ich jetzt mal, relativ viel selber. Die, ja, nicht so wie wir, die einmal in der Woche in die Schule gehen und dann nachher den Rest der Woche im Lehrbetrieb arbeiten, sondern die arbeiten dort wirklich eigentlich die ganze Zeit in der Schule und so. Und das ist ja noch sehr, also wirklich noch anders als hier bei uns in der Schweiz. Aber für Autos hast du denn dort gehabt? Volvo, Saab und sonst nichts, oder was? Noch ein paar Traktoren?
Nein, eigentlich relativ alle Marken. Mich zwar verwundert, dass sie nicht irgendwie spezifisch irgendetwas raushebt oder so, aber es waren eigentlich relativ alle Marken gewesen. Jetzt kennen wir das gell, im Automobilgewerbe, ihr arbeitet immer unter Druck. Also eure Arbeit ist immer so ein bisschen quantifiziert, für den Service so viel Zeit und für das andere so viel Zeit. Geht das dort auch so? Stress and go? Nein, das ist dort... Du lächelst, also das geht nicht. Nein, also wir waren jetzt zwei Wochen in dieser Schule und haben eigentlich nicht zum Beispiel das Leben in einer Garage gesehen, sondern einfach wirklich in der Ausbildung. Und in der Ausbildung ist es wirklich so, dass es nicht auf Stress basiert. Also du kommst wirklich rein und hast... Die Zeit, die du brauchst oder sie zum Beispiel brauchen, um sich zu erarbeiten, die kriegen sie auf jeden Fall. Die haben, du hast wirklich genug Zeit für deine Arbeit und hast so, ja. Ist das einfach dort oder meinst du nachher in der Garage auch? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Garage nachher auch so ist, weil dann wird nicht viel geschafft. Weil es ist wirklich, ja. Aber ich glaube, in der Garage ist es dann schon so, dass du noch ein bisschen mehr Stress hast, aber ob sie gerade, ja. Das heisst mit anderen Worten, komm, bist du auch fertig mit der Lehre ab auf Finnland, oder? Könntest du dir das vorstellen dort oben? Ja, das Leben eigentlich im Land selber kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich wüsste nicht, ob es im Autogewerbe, ja, ich hätte es nicht viel in einer Garage gesehen, jetzt neben der Schule. Wie es selbst wäre, wüsste ich nicht, aber zum Beispiel jetzt zu wohnen in Finnland könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann, der Willi, ist er mal auf Besuch gekommen? Auf Finnland? Ja. Nein. Du, Willi, hast du ihn vermisst? Ja, selbstverständlich. Es war gerade in der Pneusaison hinten, oder? Ich habe angefangen, Wintersaison. Und, Schrauben, Wuchten, Krampfen, hä? Ja, genau. Gummi, 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 vom Morgen bis zum Abend. Bist du auch ein strenger Lehrmeister? Also? Ja, ich denke schon. Also, aber sie haben ja unsere, ihre Freiheiten. Also, und ich lasse eigentlich schon. Selbstverantwortung haben sie eine ganz grosse. Kontrollieren tun wir nicht immer. Stichprobenweise. Aber ich frage nur, wenn du das so hörst, ja. Von deiner Stiftung, wie es oben zu und her geht. Also denkst du manchmal, man könnte es da auch ein bisschen legerer machen? Nein, es liegt einfach nicht drin bei uns. Das ist jetzt einfach unsere Industriestaaten, sagen wir mal, da Schweiz, Österreich, Deutschland, sind wir dermaßen unter Druck mit Festzeiten und Konkurrenz, dass wir uns das gar nicht leisten können. Geht einfach schlichtweg nicht mehr. Nein, wir werden unter Druck bleiben und das wird in Zukunft auch nicht besser werden. Denke. Jetzt hast du aber die Stiftin eigentlich zur Verfügung gestellt, da muss man schon sagen, also dir ist dann noch eine Arbeitskraft abgegangen, also würdest du das jetzt wieder machen? Oder? Auf jeden Fall würde ich es wieder machen, Arbeitskraft abgegangen, ich meine, sie hat jetzt irgendwie, sie hat etwas gelernt, sie hat etwas anderes gesehen, ganz etwas anderes würde ich sagen, in einem anderen Land, dass, wenn man diese Chance hat, denke ich, sollte man das wirklich, die Chance zur Verfügung stellen. Ich hätte das auch gerne gemacht, wenn es das bei uns schon gegeben hätte. Darum finde ich, dass diese Chance muss man auch lassen und schicken und machen. Mutter nickt, hä? Ja. Eben dran. Ja, genau. Was sagst du als Mama? Ja, es war eine riesige Chance für sie. Ich denke, in diesem Alter ein anderes Land, eine andere Kultur, all das kennenzulernen. Und eben, wenn es so bezogen auf das Arbeiten dann auch, dass man sieht, wie es anderswo auch läuft. Ja. Du hast noch Kontakt gell, da mit den Finnen? Zum Teil hast du noch schon die, ja, jetzt erzählt, aber mindestens indirekt hast du den Kontakt natürlich schon gehabt. Was hast du für einen Eindruck gehabt von den Leuten, die hergekommen sind? Also ein Mädchen oder die Frau ist bei uns daheim, aus und ein, sie hat bei uns gewohnt. Hast du auch Blutwürste auf Tisch zum Morgen? Das ist nicht gegangen, sie war Veganerin. Hoppla, und jetzt? Ja, das war noch speziell, weil wir einen Bauernbetrieb haben und wir wirklich das Gefühl haben, wir können ein bisschen schweizerische Milch, gute Milch und alles auftischen. Aber ich denke, das gehört einfach dazu und wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Und es war schön, so also etwas kennenzulernen. Und ja, es ist schön, wenn sich beide darauf einlassen. Und es war eine Erfahrung und haben wir geschätzt. Wie hast du denn mit dem Mädchen? Wir haben probiert Englisch, ja. Ich bin da nicht so gut, aber der Jüngste und auch die anderen haben alle mit Englisch probiert und das tut gut, dass man das Englisch nicht nur in der Schule lernt für weiss nicht was, sondern das hat man mal gesehen, dass man das wirklich brauchen kann. Und es war schön, dass sie das probiert haben und sie sind viel öfter als jetzt ich war bei Kind und das hat ihnen viel gebracht. Du tätst sie wieder gehen lassen? Auf jeden Fall, ja. Ich habe es wieder Willi, ich hätte das so gerne. Ja, in dem Alter, wenn man so einem so eine Chance gibt, ist das auch schön, wenn es ja, gefördert wird und man die Möglichkeit überkommt. Aber es geht nicht ohne einen Haufen Goodwill von allen Seiten, sei es eben von einer Schule oder auch von der Werkstatt.
Okay. Ihr habt einen Bauernbetrieb. Was hast du eigentlich gesagt, als deine Tochter gesagt hat, ich mache jetzt Auto mich? Ja, das habe ich nicht gesagt, gross dazu. Es hat mich gefreut, dass sie gewusst hat, was sie will. Und mir ist es wichtig, oder uns ist es wichtig, dass sie arbeiten gerne gehen und noch wieder zufrieden heimkommt. Und das ist das Schönste, wenn es egal, was man lernt. Aber wenn man zufrieden ist dabei, ist egal, was man lernt.